Was geht, YouTube? Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück hier in der felsigen Einöde. In der letzten Folge haben wir den Lavadom hinter uns gebracht. Das war eine sehr, sehr lange Folge, zugegebenermaßen. Die nächste wird etwas kürzer wieder. Und wir werden jetzt noch einmal dieses Schlachtfeld hier abschließen und dann wollen wir mal gucken. Im Fokusturm soll es, glaube ich, jetzt weitergehen. Wir haben wieder eine Münze bekommen, mit der wir weiterkommen. Und ja, mal gucken. So, sagt er. Sagt mein Chef immer, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Oh, ernsthaft? Neun verbleibende Kämpfe. Na gut. Dann soll es so sein. Achso, der war gar nicht mehr versteinert. Schade eigentlich. Bap, 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 bap. Okay, die sind recht hart hier tatsächlich. Ja, können sie ein bisschen schwieriger rausstellen hier. Aber wir haben ja wieder genug Bomben und wir kommen ja demnächst in eine Stadt vorbei, wo wir wieder ein paar Bomben kaufen können. So, der morgige Tag wird dann wohl ganz im... Nein! Der morgige Tag wird bei mir wohl ganz im Zeichen der YouTube-Uploads stehen. So viel wie ich dieses Wochenende wieder an Content gemacht habe. Das will natürlich alles auf YouTube hochgeladen werden. Heißt, ihr könnt auch gerne mal auf YouTube vorbeischauen. Bei Gerste LP. Würde mich über jedes Abo sehr freuen. Hui, die sind echt ganz schön hart hier. Ja, komm. Ich glaube, das wird jetzt hier zum Running Gag, dass ich Anfang der Episode immer erstmal sterbe, oder? Eigentlich nicht meine Intention, aber okay. Quasi. Noch.
Seelenwürger. Gleich. Und die sind mir wesentlich lieber als die anderen Hayopais, ey. Diese dusseligen Medusen, ey. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Eine Stunde haben wir ungefähr Zeit. Dann muss ich mich nochmal ums Essen kümmern. Aber dann wollte ich auch schon eigentlich längst beendet haben. 4 Stunden. Habe ich eigentlich angedacht für heute. Da sind wir schon wieder fast drüber. Das ist noch nicht ganz, aber fast. Aber so ist das. Wenn man Bock hat, dann vergeht die Zeit auch schnell. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das Spiel so hart durchsuchte jetzt am Anfang direkt. Ja. Oh, mach nix. Alles gut. Kann ich gut mit leben. Dusselige Medusen, ey. Ja, gut, Gorgonas sind das, aber es ist ja. Kommt ja aufs Gleiche raus. Das können wir jetzt hier die ganze Zeit machen, oder? Fuck! Ah, das war dämlich, Gäste. Können wir gerade nichts machen. Ja komm, dann finish mich doch jetzt. Ja, immer noch nicht. Jetzt aber. So. Das ist doch nicht wahr, ey. Aus Mitleid haben wir schon jetzt diesmal den Erstangriff. Easy Mode activated. So, ein noch. Ach, bitte, kein Überraschungsangriff. Ich muss eine wegmachen, das nützt alles nichts. Jetzt trifft er nicht, wetten? Oh,
Nein! Nein, 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 nein. Moment, was habe ich gemacht? Achso, ja, okay. Oh, die nachfolgende Sendung verzögern sich um 12 Minuten, ey. Ja, gut, ich habe noch nicht angegriffen. Oh, danke. Oh, wenn das jetzt aber nicht das Ultra-Monster-Superschwert gibt, dann weiß ich auch nicht. Nur Erfahrungspunkte. Na toll. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ging es jetzt weiter. Im Turm, ne? Ich glaube im Turm. Ich glaube, wir sollten nach unten. Kann das sein? Das Schöne ist ja nur, dass hier keine Gegner sind. Das ist schon mal echt gerade ein angenehmer Vorteil. Geht's auch nicht. Hä? Wieso geht's hier nicht weiter? Hä? Na gut, ich meine, wir können auch hier oben rum, das ist nicht das Thema. Hier haben wir doch auch noch Los Bombos. Was gab's hier? Geht's hier weiter mittlerweile? Nö, Lebenstempel. Ja, können wir uns wenigstens mal schön Bomben snacken. Komm. Machen wir das einmal so. Das geht natürlich nicht. Ach, 79 reichen auch, brauche ich nicht mehr. So, Fokusturm. Runter? Müsste ja eigentlich, ne? Ich glaube, jetzt müsste hier rechts gleich eine Tür sein. Ja. Offen. Ach, hier. Halte nach Max Schiff Ausschau, wenn du nach Windia gehst. Die gute alte Tradition der merkwürdigen Geschichtenerzähler-Onkels, die Tipps geben. Okay, da wollte ich noch nicht hin. Gehen wir erstmal einmal nochmal da oben längs. Hier hin. Alter, was ist da denn für eine Mucke? Uff! Ein Phantom, ein Metzger und ein Hadeswächter. Ach du heilige Klamotte. Aber richtig serious hier, ey. Okay, der konnte gar nichts.
Witzig, ich dachte, der Hadeswächter. Stimmt. Okay, easy. Wo hätte ich jetzt nicht gedacht? Der Luftfluch! Cool. Aber die Mucke ist wieder geil. Ah, guck mal, wir haben alle Flüche jetzt. Sehr cool. Fehlen uns noch die zwei kosmischen Zauber. Und die Mucke ist wieder richtig nice. So, weiter geht's. Nach Windia. Windia war, glaube ich, der Name der Stadt, richtig? Ja, ein Phantom, ein Metzger und ein Hadeswächter kommen in einer Bar. Alle tot. Oh, Hängebrücke. Lol. Überraschung. Zurück, Gerste. Mit dem werde ich alleine fertig. Nee, ist klar. Ägypto-Hypno, Alter. Geil, komm. Dem wehen wir mal die Fetzen vom Leib. So. Easy. Rubens! Keine Angst, ich bin okay. Geh ohne mich weiter. Hat es deinen Kumpel umgehauen? Ja, aber es geht ihm gut. Schön zu hören. Ich werde dich ein wenig begleiten. Tristan! Moin Tristan, da bist du ja wieder. Scrap Boy. Typische Hängebrückenmusik, wenn ihr mich fragt. Zaubertränke, nice. So, Hängebrücke hinter uns gebracht. Lebendiger Wald. Na dann mal auf in den lebendigen Wald. Oha. So aus, als können wir uns hier durch einige Sachen durchhacken. Mal die Axt ausrüsten. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann, oder wie war das? Aber gut. Könnte von mir sein, herrlich. Oh nee, nicht schon wieder Leute mit Steinstarre. Ich krieg die Krise hier. Ja, danke. Okay, hab's verstanden. Oh, Mann. Ja, genau. Wie soll ich denn da eine Chance haben? Auf jeden Fall.
Oh, Level Up. Okay, da geht's weiter. Hä? Soll man denn darauf kommen? Von da oben oder was? Ist das gleiche Zeichen? Ja. Okay. Ist so. Okay, das heißt, wir kommen ja hier nur hier unten weiter. Disco-Musik. Okay. So. Oh, richtig nice. Bin ich voll dabei, ey. Ganz ehrlich. Da bin ich aber sowas von dabei. Ach, guck mal hier. Schnappen wir uns doch mal die rote Kiste. Ja, das wäre echt mal eine geile Idee. Schön so die ganzen Chiptune-Sparte. Ja, Mann. Das war doof. Aber reicht trotzdem. Na toll. Tschüss. So, was verbirgt sich denn hier Schönes? Titanenaxt. Das ist die letzte Axt, Freunde. Jawohl, mit Stärke 180. Damit ist sie sogar stärker als unsere Bomben. Cool. So, und jetzt wollen wir aber mal... Ich erinnere mich ein bisschen an meine Axt in Assassin's Creed Valhalla. Fällt mir mal gerade so auf.
Da gibt zwar nichts da, aber komm. Dann müssen wir mal gucken, was die Axt kann. Nein. Die sind echt nicht zu unterschätzen hier, die Gegner. Und wir sind maximal gelevelt, also. Die haben es hier echt in sich. Gehen wir doch wieder auf die Magie. Ich sollte auch gleich mal wieder heilen. Ach Mensch, Tristan hat doch auch Magie, oder nicht? Ganz vergessen, dass wir nicht mehr mit Rubens unterwegs sind. Kann er eigentlich auch mehrere angreifen? Ne, nee, er hat keine Magie, okay. Menno. Oh, es ist ätzend. Wir haben ja Gott sei Dank genug Zaubertränke. Können wir easy einmal auffüllen gleich. Aber warten wir noch eine Runde mit. So, hier haben wir alles. Jetzt gibt's mal eine Runde Zaubertrank aus. Nicht weiter, das ist gut. Also so semi-gut, aber dann wissen wir, dass wir hier alles geklärt haben. So, hier ging es ja auch nicht weiter. Oder? War hier oben noch was? Von da kamen wir. Na gut, ne, dann sind wir ja gut davor. Dann machen wir dieses Gebiet jetzt noch heute noch fertig und dann... Oh, der traurige Baum. War das der Deku-Baum?
attackiert mit Gedärmen. Kitty Git Bear. Hey, du alte Schimmelrinde, lass uns durch. The fuck, alter Schimmelrinde. Ich glaube, der Baum mag dich nicht. Vielleicht sollte Kalia mit ihm sprechen. Versuchen wir es, sie ist ein Aquarier. Ja gut, zugegebenermaßen hatten der Baum und ich auch einen schwierigen Start. Als Schimmelrinde, also... Ich kann ihn ein bisschen verstehen, dass er nicht so ganz gut auf mich zu sprechen ist. Ach schön, Freunde. Du alte Schimmelrinde. Oder verschluck ich mich doch glatt. Oh, es ist herrlich. Aber heißt das eigentlich, dass wir jetzt... Oh nein. Wenn wir jetzt wieder raus müssen aus dem Gebiet und nach Aquaria müssen, sind die Gegner denn nicht alle wieder da? Das heißt, wir müssen jetzt echt nach Aquaria. Können wir nochmal mit ihm reden? Nee. Die alte Schimmelrinde, die. Ja gut, dann werden wir jetzt nochmal zusammen nach Aquaria gehen. Und gucken, was die gute Kalia zu sagen hat. Und ob sie der alten Schimmelrinde helfen kann. Bin auf jeden Fall gespannt. Wo war denn Aquaria noch? War das da oben? Wo war Aquaria, Freunde? Das war die zweite Stadt, oder?
erstmal hier durch und dann raus, oder? Oh ja, das sieht nach Aquarium aus. So, wo ist Kalia? Kalia schläft. Suche inzwischen Großvater auf. Sehr große Mutter, ne? Schönes Wetter heute. Schönes Wetter heute, so viele nette Leute. Was braucht man mehr zum glücklich sein? Schönes Wetter heute, so viele nette Leute. Komm, wir übernachten einmal. Wo war denn Opa? Sie denn? Spencer und Captain Max sind seit Jahren gute Freunde. Aha. Was ist das hier? Sind wir hier? Waren wir hier vorher schon? Nee. Hui! Na toll. Ach, war Großvater das da unten in dem Gang? Na gut, wir haben jetzt ja nur noch dieses Haus hier. Und dann haben wir nichts anderes. Ach, ein Feuerbrock, okay. Ich glaube, der war... Großvater das wirklich da unten im Wasser. Also, in diesem Tunnel, durch den wir da schon mal gegangen sind. Dann wollen wir da mal hin, wa? Hier waren ja Gott sei Dank auch keine Monster. Das ist ja ganz chillig hier langlaufen, einfach nur. Da kann uns überhaupt nichts passieren. Na, jetzt müssen wir auch gleich da sein. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo er war, ne? Ach, hier war er. Ist er das denn auch? Was macht der Tunnel? Dieser Tunnel übersteigt meine Kräfte. Ich brauche Hilfe von Otto aus Windia. Wen hast du da eigentlich mitgebracht? Mein Name ist Tristan, ich bin Goldgräber. Goldgräber? Dann interessiert dich sicher der legendäre... Hösendösen? Der legendäre Hösendösen. Schatz. Habe ich da etwas Schatz gehört? Lass uns sofort losgehen. Sorry, Gerste, ich werde mich Spencer anschließen. Das Gold ruft nach mir. Naja, der Hösendösen-Schatz, also... Den... ja. Was? Wollt ihr mich hier etwa sitzen lassen? Hier, nimm meine Greifklaue an dich. Leb wohl. Greifenklaue erhalten.
Ja, und nun? Ist mein Opa jetzt völlig übergeschnappt? Ich könnte vor Wut eine Bombe werfen. Vielleicht solltest du das besser nicht tun. Kuckuck. Oh oh, der Tunnel ist eingestürzt. Ich muss sofort Großvater unterrichten. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn mit euch? Ja, und jetzt? Toll, Tristan und Großvater sind zum Hösendösen, Schatz. Kalia hat mich auch wieder allein gelassen. Was ist denn hier los heute? Der Hösendösen-Schatz. Ich bin echt begeistert. Also, den hätte ich auch gern. Ist denn... Kommen wir denn hier eigentlich irgendwo... Können wir bestimmt hier irgendwo... Können wir uns doch so rübergreifen oder so. Ich kenne das doch. So. Jetzt vielleicht nochmal zu Kalia. Können wir uns... Ich weiß halt auch gerade nicht, wo uns das weiterhilft, ne? Kalia soll uns bei dem... bei der alten Schimmelrinde helfen. Und wir haben jetzt halt hier eine Klaue erhalten. Gott sei Dank, es geht dir wieder gut, Kalia. Ja, ich habe mich erholt. Ich gehe zu Otto nach Windia. Kommst du mit? Kalia schließt sich an. Ach, guck mal, Kalia hat jetzt auch die Axt. So. Das heißt, dann geht's jetzt mit Kalia nochmal zu der ollen Schimmelrinde. Dieser Turm macht mich echt mallig, ne? Komme ich hier eigentlich? Nee. Ich hätte gedacht, man kann sich hier vielleicht an die Dinger ranziehen. Nö. Dieser Turm macht mich echt... Der macht mich fuselig. So, hier raus, ne? Ne, da raus. Oder? Ich weiß es doch nicht. Freunde, ich hab doch keine Ahnung. Ich renne jetzt bestimmt wieder einen halben Kilometer durch die Pampa und zu nix. Ach, genau, hier waren wir. Hier unten. Sieht gut aus. Jo. So. Ja, dann müssen wir... Und die sind natürlich wieder alle da, ne? Alle, wie sie da stehen. Oh, ich krieg einen kleinen Tobsuchtsanfall. Können wir uns hier so gut es geht durchmogeln? Probieren wir mal gleich mal die neue Klaue aus. Hm.
Okay, gut, dass Kalia wegen so ordentlich reinhaut. So, wo ist der Baum? Mein Freund, der Baum ist tot. Oh, ich bin vergiftet. Glaube ich. Da ist die olle Schimmelrinde. Da ist er. El Rindo Schimlo. Nee, komm, das machen wir anders. Machen wir hier. Jetzt sie macht den weg. Chillig. So, Freunde, da ist die olle Schimmelrinde. Oh, Geist der heiligen Eiche, lass uns nach Windia durch. Nur wenn ihr die ekelhaften Kreaturen in mir beseitigt. Dein Wunsch sei uns Befehl. Gut. Gut, Freunde, das soll's gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da und schaut ab und zu mal auf Twitch vorbei, www.twitch.tv/gerstelp. Da bin ich, wenn es gut läuft, mehrfach die Woche online, unter anderem mit so schönen Let's Plays wie dem hier. Also, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Adios.